Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier stehen geblieben auf irgendeiner Route. Welche Route ist das denn? Ich würde mal vorschlagen, wir schauen einfach mal in den Pokécom nach. Auf dem waren wir sowieso noch gar nicht drauf. Drücke B-Knopf, um abzubrechen. Okay. Also hier sehen wir Datum. Also nicht Datum, aber Uhrzeit und Wochentag. Das sehen wir. Und hier haben wir die Karte. Wir sind auf Route 31. Und dieser linke, links dieser Fleck dort, da ist Viola City. Da wollen wir hin. Und hier können wir Mama oder Professor Lind anrufen. Und die Liste ist nicht sehr groß hier. Aber das finde ich eigentlich für Gameboy ganz okay designt. Natürlich finde ich es im Remake viel besser, aber darüber reden wir jetzt nicht. Und wir finden hier einen Pokéball, den wir bestimmt nochmal verwenden werden. Und jetzt gibt es erstmal einen nächsten Kirena-Kampf. Ich habe einige Pokémon gefangen. Lass uns kämpfen! Okay! Bam! Wir kämpfen gegen diesen Greg mit seinem Raupi. Ja, vielleicht hat er ja auch endlich mal ein Hornyu. Dann können wir endlich mal Hornyu sehen. Außerdem werden wir jetzt nach diesem Kampf Level 11 sein. Oh, come on. Als ob das kein One-It war. Ich wäre schon gerne Level 11, weil ich hoffe mal, dass ich endlich mal Glut oder sowas erlerne. Come on. Ganz ehrlich, Mann. Ja, Level 11. Komm schon, erlerne Glut. Nein, aber noch nicht. Was erlerne ich in der Attacke? Was ist das hier? Ich fühle mich betrogen und veräppelt. Ja, genau. Family friendly, ja. Ja, halbwegs. Nicht 100%, aber halbwegs, könnte man sagen. So, jetzt besieg's endlich. Es geht mir auf die Nerven. Ich krieg vor allem fast gar nichts draus. Oh, er hatte drei Raupis, aber jetzt ein Hornyu. Und da müssen wir aufpassen, weil das kann uns vergiften. Genau, mit Giftstachel. Okay, wir sind nicht vergiftet. Okay, komm. Hornyu ist eigentlich nicht wirklich ein starkes Pokémon, wie man sehen kann. Aber er kann uns halt vergiften. Ja, genau das meine ich. Oh Gott, wir müssen schnell in ein Pokémon Center. Hau ab, Mann! Tschüss, Mann! Okay. Schade. Ah! Was denn? Oh. Du kannst Pokémon fangen, auch wenn du bereits 6 bei dir trägst. Fängst du eines, wird es automatisch auf die Box im PC übertragen. Wow, du bist ziemlich stark. Gibst du mir deine Telefonnummer? Die sagen immer das Gleiche. Nö, mit so einem Opfer wie dich will ich mich doch nicht abgeben. Oh, oh. Das meine ich, das ist der Vergiftungseffekt. Alle paar Schritte nimmt mein Pokémon Schaden. Ich habe ein gutes Pokémon in der Dunkelhöhle. Gefunden. Wow, was war das denn gerade für ein Mega-Lag? Tut mir auf jeden Fall leid dafür, das habe ich noch nie gehabt. Das wirkt unprofessionell. Naja, geil. Ich habe ein cooles Pokémon in der Dunkelhöhle gefunden. Ich ziehe es groß, um später gegen Falk anzutreten. Er ist der Arenaleiter von Viola City. Falk, sagst du? Falk hört sich an wie ein Vogeltrainer. Oder was meint ihr? Route 31, Viola City, Rosalia City. Wir sind schon da? Hoffentlich. Ich muss zum Pokémon Center. Wie lange halte ich noch aus, bevor ich sterbe? Okay, 20 Mal darf ich noch treffen lassen mit dem Gift. Hi, Kumpel! Warst du schon im Klovensaturm? Was ist denn ein Klovensaturm? Ich bin zu weit gelaufen. Ich sollte zu Hause anrufen. So, und hier? Sind wir in Viola City angelangt und jetzt schnell heilen, bevor ich abkratze. So, komm schon. Ich hoffe, es ist quasi nicht nochmal so ein Lag. Und ich hoffe, die Audio und die Videodatei vor allem ist ganz normal. Wir werden irgendwie komplett corrupted. Das kann da sein, aber eigentlich ist mir das schon seit Ewigkeit nicht mehr passiert, dass irgendeine Datei corrupted war. Also da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Pokémon sind schlau. Sie gehorchen nur Trainern, vor denen sie auch Respekt haben. Hat der Trainer nicht genug Orden, machen sie, was sie wollen. Das geht auch schon seit, das ist auch schon seit Rot und Blau so. Das ist einfach, damit Leute nicht ganz am Anfang des Spiels, die gar keine Hobbys haben, sich komplett auf Level 100 trainieren. Weiß nicht, wie man das durchstehen kann, aber gibt's Leute. Weil dann gehorchen die einen schon nach Level, ich glaube ohne Orden Level 30 gar nicht mehr. Oder Level 20, bin mir jetzt auch nicht sicher. 20, 30, na, ohne Orden. Da merkt man schon, oh, ja, der ist ja voll nervig. Der macht ja nur alle 2, 3 Runden erst so eine Attacke. Und das ist halt wirklich kacke dann.
Es war vor etwa 3 Jahren. Team Rocket hatte etwas Übles mit den Pokémon vor, aber die Gerechtigkeit hat gesiegt. Ein junger Trainer hat sie zerschlagen. Team Rocket, die Verbrecherbande. Vor 3 Jahren. Also sind ja eigentlich schon irrelevant, würde ich sagen, oder? Ein Kerl namens Bill hat das Pokémon-PC-Lagerungssystem erfunden. Bill? Wir können ja auch zu Bills PC zugreifen. Von daher? Man sagt, dass im Fernsehturm Geister umgehen. Pokémon-Attacken des Typens normal zeigen bei Geistern keine Wirkung. Ja, na, man kann, Geist-Pokémon können keine normalen Pokémon angreifen und du kannst auch mit normalen Attacken keine Geister-Pokémon angreifen. Macht auch irgendwie Sinn, finde ich. Ein Pokémon, das du durch Tausch erhalten hast, wird schneller wachsen. Aber wenn du nicht im Besitz des passenden Ordens bist, gehorchen sie dir vielleicht nicht. Ja, das ist tatsächlich so, dass getauschte Pokémon schneller leveln. Das war schon immer so. Das wusste ich auch erst seit kurzem. Sehr interessant. Halt, der kriegt 1-2 Kämpfe immer vorher Level up oder sowas, wenn man so vergleichen ungefähr. Ich sammle Pokémon. Hast du einen Knofensa? Möchtest du es gegen mein Onix tauschen? Du möchtest nicht tauschen? Schade. Das merken wir uns mal. Ich glaube, da fangen wir sogar extra einen Knofensa für. Vielleicht sogar 2. Dann können wir noch mit dem tauschen. Das wäre doch was. Kann ich euch auch dann zeigen, wie das aussieht, wenn man Pokémon tauscht. Und hier gäbe es irgendein Secret Passage, wo wir aber leider nicht ran können. Aber jetzt der Schneider brauchen. Viola City, die Stadt der Nostalgie. Ja, würde ich auch sagen. Was ist denn hier? Earls Pokémon Akademie. Okay. Wer ist denn Earl? Nie von gehört. Hallo, bist du Earl? Ich tausche mein bestes Pokémon mit diesem Kerl. Hä, das Pokémon, das ich bekommen habe, hält etwas. Oh. Ein Pokémon, das eine Beere hält, wird sich im Kampf selbst heilen. Und auch viele andere Items können von Pokémon gehalten werden. Es ist nicht einfach, sich all diese Notizen zu machen. Okay, jetzt ist also eine Schule, so gesehen. Ich mache mir Notizen über die Ausführungen. Besser, ich schreibe auch alles von der Tafel ab. Das war schon ein bisschen schwer zu lesen, weil die Textboxen so klein sind. Es ist das Notizbuch dieses Kindes. Fange Pokémon mit Pokébällen. Bis zu 6 können sich gleichzeitig im Team befinden. Weiterlesen? Ja, okay. Bevor man den Pokéball wirft, muss das Ziel geschwächt werden. Ein vergiftetes oder verbranntes Pokémon kann leichter gefangen werden. Weiterlesen? Manche Attacken verwirren dein Pokémon. Ein verwirrtes Pokémon kann sich auch selbst verletzen. Nach einem Kampf endet auch die Verwirrung. Leute, die Pokémon fangen und in Kämpfen einsetzen, nennt man Pokémon-Trainer. Man erwartet von ihnen, dass sie Arenen besuchen und gegen andere Trainer antreten. Die nächste Seite ist leer. Mehr habe ich nicht aufgeschrieben. Ah ja. Was haben wir hier? Das ist die Tafel. Auf der Tafel werden die Statusveränderungen von Pokémon während eines Kampfes erklärt. Und das werde ich jetzt tatsächlich auch durchgehen. Gift, vergiftet, Paralyse, Schlaf, Verbrennung und Vergiftung. Nee, Gefrier. Gefrier ist das. Für die es nicht sehen wollen, es gibt mir einfach ein paar Minuten vor. Wird ein Pokémon vergiftet, verliert es ständig KP. Die Vergiftung dauert auch nach dem Kampf noch an und es verliert weiterhin KP. Um es zu heilen, musst du Gegengift einsetzen. Paralyse reduziert die Geschwindigkeit und verhindert eventuell jede Bewegung. Sie dauert nach dem Kampf noch an, also setze einen Paraheiler ein. Schläft ein Pokémon, kann es nicht angreifen. Es wacht auch nach dem Kampf nicht auf. Wecke es mit Hilfe von Aufwecker wieder auf. Eine Verbrennung lässt die KP des Pokémon sinken und reduziert die Angriffskraft. Die Verbrennung bleibt nach dem Kampf bestehen. Verwende einen Feuerheiler zur Heilung. Hat dein Pokémon Erfrierungen erlitten, ist es zu keiner Handlung fähig. Die Erfrierung hält auch nach dem Kampf an. Um es aufzutauen, verwende einen Eisheiler. Das sind alle Statuseffekte in diesem Spiel. Oh yeah. Maybe. Naja, egal. So, da ist die Arena. Genau hier ist die Arena. Aber was gibt's denn hier oben? Was ist denn hier los? Hey, bist du ein Pokémon-Trainer? Schlägst du den riesigen Arena-Leiter, dann darfst du dich bald zur Elite zählen. Cool. Was ist das hier? Knofensa-Turm. Erfahre die Art der Pokémon. Wollen wir da rein?
Können wir nicht jetzt schon den Arena weitermachen? Oh, können wir tatsächlich schon. Aber das machen wir noch nicht. Machen erstmal den Knopf-Fenster-Turm. Das ist wichtig, dass wir den machen. Glaube ich. Also im Remake ist es Pflicht. Hier weiß ich es gar nicht. Falls einer mehr weiß, dann kannst du gerne in den Kommentaren schreiben. Wir machen auf jeden Fall jetzt den Knopf-Fenster-Turm. Du siehst schon goldene Knopf-Fenster-Statuen. Ein über 30 Meter großes Knopf-Fenster. Man sagt, es wurde die Trägersäule des Turmes. Und da seht ihr auch schon, wie es rumwackelt. Das soll anscheinend ein riesiges Fenster sein. Natürlich ist es nur gebaut, aber ein riesiges gebautes Fenster, was rumwackelt, finde ich eigentlich sehr cool animiert hier für Game Boy. Siehst du, wie sie sich bewegt? Die Trainer findest du oben. Es gibt Trainer zu kämpfen? Let's go! Der Knopf-Fenster-Turm wurde vor langer Zeit als Pokémon-Trainingsstätte errichtet. Nur wenn du es bis ganz nach oben schaffst, erhältst du eine VM. Eine VM? Was ist das denn? Das will ich doch sofort holen. Oh yeah. Oh, und da kommt unser erstes Pokémon. Hier gibt es größtenteils... Oh. Ich wollte zu Fenster sagen, aber da kommt auf jeden Fall... das, was nicht zu meinem Beispiel passt. Naja, ist auch egal, wenn wir trotzdem platt machen. Ich habe noch zwei Tränke dabei. Ich hoffe, die reichen. Und wir können durch den Volltreffer one-hitten. Nice. Cool, cool. Sollen wir jetzt kämpfen? Wie hart wir auch kämpfen, der Turm bleibt stehen. Ja, ich hoffe, dass er nicht abbrennt. Das wäre eine Schande. Weiser Eckhart. Und da ist Knopf-Fenster. Kann sich übrigens auch entwickeln. Zweimal. Ist einfach so eine kleine Wurzel, die rumtanzt. Mehr ist es eigentlich nicht. Es wackelt so ein bisschen rum. Und es war nur ein Damage. Denn es ist Typ Pflanze und Pflanze ist nicht sehr effektiv gegenüber Feuer. Wie wir, denke ich, alle erraten könnten. Ja, die haben größtenteils Knopf-Fenster, also werden wir jetzt ganz viel Knopf-Fenster-Battling machen. Piu, piu! Ja, genau so wird es dann auch sich anhören. Piu, piu. Man kennt's. Vielleicht können wir uns auch schon bald entwickeln. Noch vor Level 20 werden wir uns entwickeln. Sind wir einen stärkeren Pokémon. Aber wir haben immer noch keine Feuerattacke erlernt. Wann kommt denn das? Das verwirrt mich total. Eigentlich müssten wir das schon längst erlernt haben. Vielleicht habe ich auch so den B gedrückt oder irgendwas. Ich werde jetzt mal, nachdem ich das Video habe, welcher E-Level abbekommen. Werde ich mal gar nichts drücken. Also jetzt hier, zack, ich drücke jetzt mal gar nichts. Okay, jetzt muss ich einmal drücken. Noch einmal drücken. Level up, ja. Okay, einmal drücken. Jetzt erlernt er Glut! Level 12 erst? Really? In 9 Spielen erst direkt nach dem ersten Level abgefühlt. Und hier war das damals noch erst mal Level 12 bei Feuerriegel. Das finde ich krass. Das ist ja schon kurz vor der Entwicklung gefühlt. Okay. Ich kämpfe hart, aber ich bin einfach zu schwach. Tja. Aufgrund der flexiblen Säule ist der Turm erdbebensicher. Das ist doch gut. Wo ist ein Item? Einen Paraheiler. Denn manche Knopf-Fenster können, soweit ich weiß, auch Stachelspore einsetzen. Das paralysiert einen. Hundertprozentig, wenn es trifft, also. Okay, ich war nicht so hoch. Wir bewachen diesen Turm. In tiefster Dankbarkeit ehren wir hier alle Pokémon. Okay. Zu welchem Anlass wurde denn der Turm eigentlich gebaut? Sagen die das? Helmut. Mit seinem Knopf-Fenster. Ja, die haben nur Knopf-Fensters. Also wenn man hier den Wasserstarter nimmt, oder Pflanzenstarter, also eigentlich ist Feuerriegel sehr gut für den Anfang. Genau, wegen dem Knopf-Fenster-Turm, wenn man den macht. Ansonsten kann man sich ja auch ein anderes Pokémon fangen, was dann normal Damage macht, weil Kanyemani wird dann in dem Punkt, wenn ich ja erst jetzt Glut erlerne, wird Kanyemani nur Tackle haben oder sowas. Kratzer hat er, nicht Tackle hat er. Nee, das Ganze nur wirklich nur Knopf-Fenster. Das ist echt lame. Warum mache ich eigentlich Tackle? Ich merke gerade, ich habe doch Glut. Das ist sehr effektiv. Ah, tut mir leid, Leute. Ich bin gerade ein bisschen, am Rumplappern. Und wenn man zu viel rumplappert, dann, merkt man gar nicht, dass man etwas hat, was man benutzen könnte, aber man nicht tut. Naja, wir gucken. So, du wirst jetzt verbrennen, mein Freund. Verbrennen! Wenn dieses Geräusch hört, dieses... Dann könnt ihr euch sicher sein, dass das Pokémon eine sehr effektive Attacke bekommen hat.
Danke. Wofür denn danke? Die Basis jeder Koexistenz ist Zusammenarbeit. Lasst uns dies nie vergessen. Okay, was klar, was oh, ein Item. Ist überhaupt nicht so zwischen Ton auswendig kennen. X-Abwehr. Sind es diese X-Items, die mag ich überhaupt nicht, welche wahrscheinlich auch verkaufen gehen. Benutze ich nicht. Für mich ist es einfach nur eine Runde verschwenden, damit du dich buffen kannst, falls du keinen Buff vergaß und du es unbedingt buffen willst. Also ich mag es nicht, ich werde es wahrscheinlich auch nicht verwenden. Wirble wie Laub im Wind. Okay. Sehr seltsam. Ludger. Ja, die haben wieder Nukle-Fenster, aber komm, die können wir jetzt wegverbrennen. Brauche ich gar nicht mal skippen. Dieses Horn ist immer sehr effektive Attacke, hat getroffen. Natürlich gibt es auch ein Gegenstück, einfach nur. Wieso holt sich das an? Dann hat man nicht sehr effektiv getroffen. Muss man halt, wenn man die Typen nicht auswendig kennt, ein bisschen rumexperimentieren, was sehr effektiv ist, was nicht. Am besten sich das auch merken, anders als ich manchmal. Ah ja, Level 13! Woohoo! Oh yeah! Und ja, was sollen wir sagen? Es ist halt Knuffenser-Kampf. Wir verbrennen ganz viele Knuffensers. Das, daraus besteht gerade die Folge. Wir verbrennen Knuffensers. Tut mir leid, Mann, ne? Muss sein. Also auf jeden Fall schon was auf Thumbnail kommt. Ich bin schwach. Ja, das stimmt. Ich habe versucht, Knuffensers elegante Bewegungen im Kampf nachzuahmen, aber ich habe nicht intensiv genug trainiert. Tja, da hast du halt reingeschissen, mein Freund. Wir werden da schon in der nächsten Folge den Arena-Leiter besiegen, den ersten. Leider nicht in der heutigen Folge, weil ich sehe gerade, dass es ein bisschen zu lang dauert. Aber nächste Folge hundertprozentig. Vielleicht kommen wir auch schon unser neues Teammitglied. Je nachdem, wie lange wir brauchen. So, aber jetzt haben wir die Spitze des Knuffenser-Turms erreicht. Höher können wir nicht. Hier trinken wir nochmal einen Trank, den wir werden bestimmt brauchen. Denn ihr seht schon, wie viele Trainer hier sind. Ich trainiere, um durch Pokémon die Erleuchtung zu finden. Du wirst die Erleuchtung durch einen Knuffenser finden? Bruder, du hast so viel falsch gemacht, Detlef. Bei einem Knuffenser die Erleuchtung finden, also, ja. Okay, nicht bei dem legendären Pokémon oder so. Bei Knuffenser. Weil das ist sehr krasses Pokémon. Ah ja, okay. You do you, würde ich sagen. Besiegt von einem Kind. Ey, was soll das denn heißen? Alter Mann. Je stärker die Pokémon werden, desto stärker wird auch ihr Trainer. Nein, warte! Je stärker der Trainer wird, desto stärker werden auch die Pokémon. Alzheimer vielleicht? Oder ein bisschen? Mit der VM des Weisen kannst du selbst dunkelste Orte erhellen. Oh, ist das so? Dann rück mal rüber, wo ist denn der Älteste? Lukas, deinem Fenster. Also da wurden sie, glaube ich, im Remake ein bisschen, kreativer. Weil ich glaube, im Remake hatten die zum Teil auch Radfratz oder sowas. Bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ich habe irgendwie noch im Hinterkopf, dass manche von denen Radfratz noch so haben oder so. Das war gerade ein Volltreffer. Wow. Und das war's. Denken ist eben meine Stärke. Ah ja. Möge dein Weg erleuchtet sein. Okay. Können wir hier nach links lang? Oh, können wir. Was ist denn hier los? Du bist wirklich ein begabter Trainer. Wie abgemacht bekommst du die VM? Eines gebe ich dir noch mit. Behandle deine Pokémon besser. Dein Kampfstil ist zu aggressiv. Pokémon sind keine Kampfspielzeuge. Moment, ist das nicht dieser... Das ist doch der rothaarige Typ, der da keine Meinung geklaut hat. Patrick! Er behauptet, ein Weiser zu sein, aber er ist schwach. Das muss noch geklärt werden. Ich würde nie gegen so einen Narren verlieren, der mir rät, meine Pokémon gut zu behandeln. Für mich zählen nur starke Pokémon. Schwache Pokémon interessieren mich gar nicht. Lass sie sofort frei. Patrick benutzt Fruchtseil. Und er ist weg. Und ich wollte eigentlich noch gegen den Typen unten kämpfen. Aber ein Radfratz stört mich. Da spuche ich jetzt auch vor. Zack. Weil ich keinen Bock.
Rabe gegen Radfratz kämpfen. Ich will sehen, wie sehr du deinen Pokémon vertraust. Ist das so? Okay, ich würde jetzt eigentlich die Folge beenden, aber wir machen noch den hier und den Weisenden. Ich glaube sogar, der Weisende hat ein anderes Pokémon als Nukufensa. Werden es ja sehen. Aber den werden wir erst noch wieder verbrennen, wie immer. Und ich werde das auch ein bisschen überziehen, weil ich möchte Nukufensa drum in dieser Folge zu Ende machen. Punkt, Strich, Ende. Level 14 erreichen wir. Episch. Und da haben wir Hutut. Ja. Aber. Sollte auch. Ah, es reicht nicht. Okay. Level 14 reicht leider nicht aus. Für einen One-Hit-K-K-K-K-O. Aber ein zweites Glut. Sollte es zu Ende, zur Strecke bringen. Genau, perfekt. Nice, wir werden uns schon bald entwickeln. Ja, du vertraust ihnen wirklich. Hey, Flames, jetzt schon? Okay. Level, das wusste ich gar nicht, dass es sich so früh entwickelt. Cool. Ja, moin. Dein Flames, dein Flank wurde zu Igelava. Sieht es nicht süß aus, wie sie ein Foto reichen will. Ja, okay, ich würde sagen, das machen wir doch erst in der nächsten Folge. Wir werden in der nächsten Folge den Typen da besiegen, den Weisenden. Und jetzt mit unserem neuen entwickelten Pokémon werden wir, glaube ich, die Arena 0, nix schaffen. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn es heißt Pokémon Silberne Edition.